Guten Morgen, meine Lieben. Ich grüße dich ganz herzlich. Wir sind gerade im Auto unterwegs. Es ist Montag und wir müssen im Auftrag des Weihnachtsmanns los. Ihr wisst Bescheid. Ich will jetzt dazu auch gar nicht so viel sagen. Genau. Kinder gucken ja immer und so unsere Videos, deswegen werde ich in dem Video nicht zu viel sagen, was wir machen. Aber ich glaube, ein großer Teil der Erwachsenen kann sich es vielleicht vorstellen. Ja, wir müssen kurz los und schauen wir mal. Es ist ja bald Weihnachten. Eine Woche noch oder zwei? Warte mal. Drei Advent. 17. 18. Sonntag. Dritter Advent war schon. Das heißt, ja, es ist nur mal ein Advent und dann ist ja Weihnachten. Also ja, in zwei Wochen. Genau, am Freitag. Deswegen. Ja, ja, voll krass, ey. Weihnachtsbaum kaufen wir wahrscheinlich auch diese Woche irgendwann. Aber ja, vielleicht morgen. Aber schmücken tun wir den dann erst nächste Woche, oder? Ja, ja. Genau. Letztes Jahr, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, also für die Leute, die mir schon seit länger folgen, letztes Jahr hatten wir sogar Ende November den Baum schon, oder? Ich glaube, 30. November, am 1. Dezember war er schon picobello geschmückt und so. Machen wir nie mehr. Also wir hatten uns so satt gesehen. Ich war am 1. Jänner, am liebsten hätte ich ihn schon aus dem Fenster rausgeschmissen. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Es war einfach schon so ein Monat Weihnachtsbaum. Ja, und das nächste ist am 1. Dezember, hast du schon das Gefühl, dass der Weihnachtsmann kommt. Nachdem er die Kinder haben auch gefragt, kommt heute der Weihnachtsmann? Und wir so, nee Kinder, das dauert noch. Wenn man so eine Plastiktanne hat, haben wir ja auch, haben wir uns mal gekauft. Wir haben gedacht, das ist das ultimative Nonplusultra. Nee, ist nicht so schön. Also hat uns jetzt nicht so gut gefallen. Also es schaut schön aus, aber ich finde ein bisschen das Weihnachtliche, also der Geruch fehlt und ja, irgendwie ist es ein bisschen anders halt. So wie Plastikblumen, also man hat irgendwas im Haus. Genau, schaut schön aus. Aber fake. Schaut zwar schön aus, auch von der auf jeden Fall, ja. Deswegen. Echte Tanne, aber echte Tannen kann man halt nicht so lange stehen lassen. Heute ist erster Tag nach Lockdown und die Parkgarage ist rammelvoll. Wir müssen das noch mitnehmen. Was? Jo, das muss. Aber ich glaube, das schaffen wir noch zurückzugehen. Schauen wir mal. Zeitlich. Halt dich fest. Komm, komm. So, wo müssen wir hin? Links. Ja. Ja. Menschen. Menschen, oh mein Gott, Menschen. Echt viel los, ne? Alle müssen noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Es ist schön, mal wieder ein Märchen zu sehen. Wir so einfach, ja. Ach. Das ist schön, so als Deko für den Garten, ne? Ja. Am besten wäre es dann mit Solar. Ja, beim Hofer oder beim Lidl das gegeben, diese Woche. Also ein Baum, also. Ja. Ja, ich habe Apple Care, Gott sei Dank. Ja, hier, oder? Na. Noch nicht. Hey! Wir schwör's nicht rauf. Wow. Beauty. Dein Baum. Merry Christmas. Genau. Hey, schon, da gibt's sogar Mr. Specs Geschäft. Was heißt das? Das wusste ich gar nicht, dass es ein Geschäft jetzt schon gibt. Für Brille, oder was? Oh mein Gott. So, Mission incomplete. Also wir haben nicht das geschafft, was wir wollten, weil das Ding hier ausverkauft war, was wir holen wollten. Das heißt, wir müssen dann woanders hinfahren. Geht sich jetzt aber nicht aus, weil wir jetzt schon nach Hause müssen, die Kinder vom Kindergarten und Schule abzuholen. Wir haben aber jetzt hier ein gutes Mittagessen gekauft. Also ich habe jetzt hier so ein ganzes Brathändl gekauft und dem Papa eine Schweinsstelze. Oh. Knusprig. Hast du eine ganz kleine genommen? Ich habe die kleinste genommen und die knusprigste, die ich gefunden habe. Wow, das ist gut. Aber die waren mir ungefähr alle gleich ausgeschaut. Auf jeden Fall. Und Sky haben wir uns wieder gemacht. Wir hatten ja Sky. Super tolle Angebot, wirklich, muss man schon sagen. Voll cool. Wir haben ja Sky mal gehabt, aber wir haben es gekündigt, weil wir gedacht haben, wir brauchen es nicht. Dann haben wir aber gesehen, wenn wir kein Sky haben, dann haben wir einfach keine 4K, HD-Sender und dann müssten wir das extra dazu kaufen, dann kaufen wir uns lieber Sky, so damit haben wir, jetzt kann ich endlich Sex and the City, die Fortsetzung weiterschauen und die Filme haben wir jetzt genommen und Sport. Es sind alle Geschäfte, alle Kanäle freigeschaltet. Ja, ist voll cool. Ich habe HBO, das ist cool, ich habe Animal Planet. Da freut sich der Bauer. Ja. Der Bauer freut sich nicht über Sport. National Geographic ist auch dabei.
Und ich weiß nicht, ob das Sky hat. Der heißt Reality TV. Das ist ein richtig cooler Kanal, wirklich. Nicht so Aufnahme von Amerika, Polizeiaufnahme. Ach so, sowas meinst du? So Banküberfälle, aber richtig im Live. Der Bank. Also Aufnahme vom Live. Wenn man den Papa fragt, also wenn er so im Kuschelmodus ist und man fragt ihn, welchen Film magst du schauen? Irgendwas mit Banküberfällen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich mein Traum. Aber zum Beispiel Haus des Geldes ist Papas Lieblingsserie. Wobei jetzt schaut er Walking Dead und ja, ist da voll. Muss ich mit dem Film. Ich schlafe seit 3 Tagen nur ein paar Stunden. Der Papa so jeden Morgen, weil er so bis spät in der Walking Dead schaut. Ich schaue auch zeitweise mit, aber ich kann nicht so lange wach bleiben. Diese Serie stresst mich einfach. Kommt da jetzt ein Zombie raus oder nicht? Das ist echt, das ist nicht ein gutes. Aber, ja, das sind eigentlich, man weiß eh eigentlich, dass Zombie-Filme generell so blöd gemacht sind, aber ich finde gerade zur Corona-Zeit passt, diese Zombie-Filme. Lockdown. Na gut, jetzt fahren wir einfach mal nach Hause, essen was und dann müssen wir überlegen. Gott sei Dank haben wir schon Videos und so weiter vorbereitet und haben jetzt, da war jetzt nicht so Ding. Zeugstress, ja. Ja, und ich habe jetzt so meinen Laptop mit, werde jetzt im Auto bis nach Hause ein bisschen arbeiten. Schauen wir mal. Ja, das war's. Okay, sie geht's ja auch, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Schaffen wir, oder? Nein. So, schauen wir mal, was die Mama heute gekocht hat. Also, wir haben hier gekauftes Brathühnchen. Also, wir haben die Mädels geholt, haben wir gar nicht gesagt, oder? Boah, das schaut lecker aus, was? Wir haben die Mädels geholt, das haben wir gar nicht erzählt. Also, Mädels, ha? Hab ich gut gekocht? Die ist ja voll klein. Voll klein? Die Mama wollte auch zu viel. Ah, heiß! Der Teller ist ja heiß. Nein, Backofen noch kurz. Baba, tu mal. Und Baba, zeigst du deins? Und jetzt kommt der Baba mit seinem gekochten. Sony. Also, warte. Nur für dich? Wow, da werden sich die Hunde aber freuen. Okay, wer will also Hühnchen? Ich. Reisfleisch. Du bist Reisfleisch, aber ist noch nicht fertig. Baba hat auch Reisfleisch gekocht. Du magst Hühnchen, okay. Reisfleisch kocht hier auch. Baba hat jetzt gerade hier noch schnell gezaubert. Und segnet er das Essen. So, wir werden auf jeden Fall jetzt in Ruhe essen, meine Lieben, weil die Kinder sind schon so hungrig, dass sie schon quengelig sind fast. Und wir melden uns dann nachher. Und während wir glauben, dass wir in Ruhe essen, haben wir Live-Zuschauer, Live-Publikum. Wow! Warte. Ich muss dem Philipp mal ein Stück geben. Philipp? Ja, du kriegst das nicht hin. Du kriegst noch ein Kissen. Hier wird schon mal fair aufgeteilt, oder? Hättest du so. Wo ist die Goldi? Goldi! Ey, Mami! Ah, die ist auch da. Goldi? So, wir haben uns jetzt gleich nochmal angezogen und machen uns auf die Wege. Wir fahren ja jetzt nochmal los, habe ich ja gesagt, habe ich schon das gesagt? Weiß ich gar nicht. Ja, das, was wir dort gesucht haben, was ich nicht beim Namen nennen kann, wegen you know, Spione, haben wir nicht gefunden. Jetzt müssen wir zu einem anderen Geschäft fahren, aber euch lasse ich jetzt einfach zu Hause, weil ich kann eh nicht vloggen dort, weil ihr wisst Bescheid und melde mich dann einfach, wenn wir wieder zu Hause sind, am Nachmittag. So, wir sind wieder zu Hause und Baba ist jetzt losgefahren, er musste nämlich Physiotherapie und ich gehe jetzt mit den Hunden raus. Ich gehe jetzt, was ist denn? Die Ohrringe? Schaut doch süß aus, was hast du? Amy, wer war jetzt, ist er runtergegangen? Beef. Ha? Nein. Moment, alle nacheinander bitte. Jeder kommt mal ran. Sophie? Ja. Komm, Sophie. Was ist dieses Gerangel hier? So, ich gehe jetzt mal mit Sophie, Goldi und Emmy. Ja. Was ist das jetzt, Goldi? Aus jetzt. Das ist auch mal eine Ruhe hier. Was ist diese Verknotung? Die Emmy ist die Einzige, die ohne Leine gehen darf. Gell? Die Emmy ist auch eine Brave. Emmy! Emmy! Emmy!
genau jetzt vorführen, wenn genau jetzt vor der Kamera macht sie genau nicht das, was sie sagt. Emmy! Emmy! Emmy, komm! Ihr Wein! Ihr Wein ist mit ihm! Ihr Wein ist mit ihm! Ihr Wein! Sehr fein! Wie diese Hunde ausschauen, oh mein Gott. Das muss jetzt auf jeden Fall ein kleines Badewasser eingelassen werden, gell? Nein, auf jeden Fall noch kurz abduschen, weil ich meine, bitte gib dich mal die Sophie. Sophie, was ist los mit dir? Schaut aus wie Peppa Pig, oder was? Mein Gott, die schaut auch nicht gerade besser aus. Patrick, ja? Kommst du mal bitte her? Ich hab die Ehren vor. Nein, nimm sie schnell, schnell! Ich muss die Hoppi nehmen und ins Bad. Ich muss sie duschen. Ja, vielleicht kommst du, schreibst du einen Brief da. Kommst du mit der Information. Wenn man Teenies zu Hause hat, dann wird man auch mal zusammengeschimpft. Mhm. Ich weiß nicht, das ist immer so schwierig, wenn die Hunde so ausschauen. Da hilft ja nicht einmal ein Trockenrubbeln. Was soll ich dir jetzt mit dem Handtuch rubbeln? Die sind so dreckig. So, meine Lieben, mal schauen, ja, so, genau, raus. Heute habe ich Bad Hair Day. Seht ihr diesen kleinen Kringel hier? Das ist von meinem Ding, wo meine Haare ausgefallen sind. Also, weil der Kleine auf die Welt gekommen ist, circa 3 Monate, danach sind mir die Haare so hier, so geheimratseckenmäßig ausgefallen. Und jetzt wachsen die halt nach, aber schon voll komisch aus. Egal. Ich habe mich umgezogen, mich so ein bisschen aufgewärmt und jetzt muss ich hier ranklotzen. Das ist der Real Life, sag ich euch. Das ist jetzt einfach liegen geblieben, weil wir am Nachmittag weg waren und ja, da hat man halt keine Zeit, das zu machen und unterwegs zu sein und Geschenke einzukaufen. Jetzt muss ich einfach mal die Hunde füttern. Der Papa ist noch nicht da, aber der wird, glaube ich, bald kommen. Auf jeden Fall muss ich jetzt die Hunde füttern, dann muss ich das aufräumen und ich wollte eigentlich noch Kekse backen, aber ich glaube, das mache ich nicht mehr, weil ich habe jetzt keine Motivation. Ja. Kommst du auch essen, Beef? Beef! Ich habe hier mal den Zaubermodus eingeschalten. Hier läuft unser Ecovax und macht hier sauber. Wunderbar, die war heute. Oh Gott, der Kleine. So, muss auf jeden Fall. Jetzt, sie gehen auf jeden Fall essen. So, ich bin so müde. 2 Wochen noch, oder?
So, bei uns ist Lärmpegel laut, extra laut. Ich habe gestern nicht mal Tschüss gesagt, weil die sind einfach nach dem Abendessen dann alle schnell ins Bett gegangen und einfach voll vergessen, voll verpeilt. Deswegen wollte ich mich jetzt gleich in der Früh verabschieden. Ich habe die Kamera nämlich hier einfach so gefunden und oh. Ja, es ist aktuell 7.30 Uhr. Der Papa hat jetzt die Kleinen alle weggefahren. Also Lara und Luisa und ich muss nachdenken, wie meine eigenen Kinder heißt. Und Patrick und Michelle fahren selbst. Ja, und ich bin noch müde, werde jetzt den Vlog beenden, mich mal fertig machen und dann den heutigen starten. Deswegen danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.